Hallo zusammen, in diesem heutigen Video wollen wir euch mal die Ecovacs D-Bot Staubsaugerroboter vorstellen. Das sind sehr moderne Staubsauger, welche wirklich sehr effektiv eure Räume reinigen, komplett autonom, und die wollen wir uns heute mal näher betrachten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Ecovacs D-Bot Roboter Staubsaugern ist sehr gut, und da es aktuell schon sehr viele Modelle auf dem Markt gibt, wollen wir euch heute nochmal die 5 besten und beliebtesten vorstellen, die unserer Meinung nach so das Rennen aktuell machen. Ich würde sagen, wir starten also gleich mit Platz 5 und arbeiten uns dann weiter auf Platz 1 zum Vergleichssieger vor. Auf diesem Platz landet bei uns der Ecovacs D-Bot N79S Saugroboter. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal zu den Vorteilen über. Wir haben hier einen Saugroboter mit einem sehr guten Preis, er ist sehr leistungsstark, er hat eine Klopfbürste mit dabei, eine 3-Stufen-Reinigung, einen Max-Modus, ist Alexa-kompatibel und kann auch per App gesteuert werden und hat eine sehr lange Saugzeit. Die Nachteile: es ist leider ein etwas veraltetes Modell vom Jahr 2018 und er hat keine Wischfunktion. Gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 25 Watt Leistung, ein Gewicht von 3,2 Kilogramm, 16 dB Lautstärke, eine kompakte Bauform, 100 Minuten Reinigungsdauer, eine Hinderniserkennung, er kann wie gesagt per App gesteuert werden, aber auch über einen Zeitplan. Und er lädt natürlich vollautomatisch auf. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch diesen Staubsaugerroboter hier mal genau auf Amazon an. Ich verlinke euch dieses Modell unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an und dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier und könnt euch das Modell nach dem Video nochmal in aller Ruhe angucken. Der Preis 195 Euro circa, ist also wirklich hier ein sehr guter Preis für einen Staubsaugerroboter, der auch hier mit einer App bedient werden kann. Er hat wie gesagt hier ordentlich Leistung und eine sehr lange Saugzeit. Hier können wir mal die einzelnen Merkmale uns in der Übersicht anschauen. Hier wird auch nochmal auf dieser Produktseite alles genau beschrieben und auch nochmal die App genau vorgestellt. Auch hier nochmal, das Saugverhalten ist wirklich sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch hier mal die Bewertungen direkt an. Hier sehen wir nochmal den Vergleich zu den anderen Modellen. Und die Bewertungen, die können Sie natürlich sehen lassen. Wir haben hier wirklich eine klasse Haushaltshilfe, eine Kaufempfehlung und ein super Produkt. Jetzt gehen wir auch gleich mal weiter zu Platz 4 und dort landet bei uns der Ecovacs D-Bot U2 Staubsaugerroboter mit Wischfunktion. Gucken wir uns hier mal gleich die Vorteile an. Wir haben hier wie gesagt einen sehr günstigen Preis, ein nagelneues Modell. Er hat eine Saug- und Wischfunktion mit dabei, er hat eine systematische Reinigung, eine sehr gute Navigation, er ist Alexa-kompatibel und kann auch per App gesteuert werden und hat einen hocheffizienten Filter. Die Wischfunktion ist aber allerdings etwas mittelmäßig und teilweise auch etwas langsam. Weiter geht's zu den Produktdetails. Wir haben hier ein Gewicht von 5,6 Kilogramm, eine sehr kompakte Bauform, eine Reinigungsdauer von 110 Minuten, er kehrt automatisch zur Ladestation zurück, hat einen Max-Modus, eine Hinderniserkennung, einen Naschwischmodus und einen Trockenwischmodus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch mal diesen Staubsaugerroboter näher auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort unbedingt mal rein, klickt den Link an, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier. Ihr könnt nochmal die einzelnen Produktabbildungen sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal zum Preis über. Ja, knapp 200 Euro, hier in dem Fall 198 Euro. Die sind wirklich hier sehr gut angelegt, wenn man bedenkt, dass wir hier einen Saugroboter mit Wischfunktion haben. Jetzt gucken wir uns auch hier nochmal die technischen Details an und auch die lange Laufzeit, die überzeugt hier eindeutig. Hier können wir auch nochmal sehen, wie die Navigation im Grunde funktioniert und wie die Hinderniserkennung gut, ja, die ganzen Möbel in eurem Zimmer dann sozusagen erkennt. Und auch hier die App wird hier nochmal erklärt. Doch schauen wir uns nun mal die Bewertungen kurz an und die fallen hier auch sehr gut aus. Wir haben hier ein Top-Gerät mit einer sehr durchdachten Navigation und auch die anderen Bewertungen sehen sehr positiv aus. Viele Kunden sind sehr zufrieden. Weiter geht es jetzt nun mit Platz 3 und dort landet bei uns der Ecovacs D-Bot Osmo 920. Auch hier starten wir gleich mal durch mit den Vorteilen. Wir haben hier zum Beispiel eine sehr gute Saugleistung, eine sehr moderne Wischtechnik, eine hochmoderne Lasernavigation, eine neuartige Bauweise, eine Direktansaugung. Er ist leise und gründlich, kann natürlich auch per App gesteuert werden. Die Nachteile, ja, ist etwas teurer und er ist auch
durch die viele Technik relativ schwer, aber ich denke mal, das sollte eher zweitrangig sein. Jetzt die Produktdetails, wir haben hier sagenhafte 40 Watt Leistung, ein Gewicht von 6,4 Kilogramm, 66 Dezibel Lautstärke, eine kompakte Bauform, 110 Minuten Reinigungsdauer, er hat virtuelle Grenzen, die man programmieren kann, kann per App gesteuert werden, ist Google Home und Alexa fähig und lädt natürlich auch hier komplett automatisch auf. Schauen wir uns auch mal diesen Staubsaugerroboter hier nochmal auf Amazon an und auch den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf. Hier nochmal die einzelnen Produktabbildungen. Es gibt ihn natürlich hier auch in verschiedenen Ausführungen mehr oder weniger. Wir haben uns hier für die Standardvariante entschieden, die kostet 449 Euro. Jetzt gehen wir etwas weiter runter und schauen uns auch hier nochmal die technischen Daten und Produktdetails an. Auch hier die Laufzeit ist wirklich hervorragend, wenn man bedenkt, wie viel Technik da drin steckt. Hier können wir nochmal die App sehen, wie man auch hier diese virtuellen Grenzen dann im Grunde erstellen kann und auch die Wischfunktion wird hier nochmal sehr hervorgehoben. Jetzt gehen wir mal etwas weiter runter und dann können wir uns auch hier gleich mal die Bewertungen anschauen. Die fallen hier auch alle sehr positiv aus. Ist wirklich ein guter Roboter-Staubsauger, der in seiner Preisklasse so einiges bietet. Und auch wir können sagen, es lohnt sich, euch diesen mal anzuschauen. Also klickt mal den Link an und dann könnt ihr euch den nach dem Video nochmal in Ruhe anschauen. Nun gehen wir auch gleich weiter zu Platz 2. Und auf diesem Platz landet bei uns der Echovox D-Bot Osmo 950, sozusagen der große Bruder. Schauen wir uns auch hier mal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier eine sehr, sehr lange Laufzeit, eine sehr gute Saug- und Wischfunktion, eine hohe Wendigkeit, eine niedrige Bauhöhe, auch hier Alexa-kompatibel und per App steuerbar. Wir haben einen Max-Modus, eine einfache Befüllung und der ist wirklich sehr leise. Der einzige Nachteil ist leider der noch etwas höhere Preis, aber ich denke mal, wenn ihr wirklich ein gutes Modell sucht, dann sollte euch dieser Preis auch dennoch ansprechen. Produktdetails, wir haben hier 40 Watt Leistung, 4,4 Kilogramm Gewicht, 66 dB Lautstärke, eine kompakte Bauform, 200 Minuten Reinigungsdauer, er kehrt auch zur Ladestation zurück, Hinderniserkennung, Naschwischmodus, Trockenwischmodus und 4 Seitenbürsten sind ja auch dabei, die natürlich hier für eine sehr gründliche Reinigung sorgen. Gucken wir uns auch diesen Roboterstaubsauger hier nochmal auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch natürlich selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an. Hier also nochmal, wie gesagt, die einzelnen Modelle. Es gibt auch hier verschiedene Varianten. Wir haben uns jetzt hier für die einfache Variante entschieden. Die kostet 444,99 €. Ist also von unserer Meinung nach völlig okay. Der Preis ist jetzt nicht wirklich deutlich teurer wie zu den anderen Modellen, aber er bietet dennoch mehr an Funktionsumfang und die Laufzeit ist hier wirklich überragend. Es lohnt sich also, diesen auf jeden Fall mal in aller Ruhe anzuschauen. Wie gesagt, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Funktionsübersichten und auch Produktmerkmale. Jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu den Bewertungen runter. Er wird hier als super Roboterstaubsauger bezeichnet. Viele würden diesen wieder kaufen und auch wir sind sehr zufrieden damit. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und es ist der Echovox D-Bot Osmo 900. Er bietet unserer Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell an, was es so bei den D-Bot-Modellen gibt. Er hat wie gesagt einen sehr guten Preis, es ist ein Saug- und Wischroboter mit intelligenter Navigation, Alexa und App-kompatibel, hat waschbare Reinigungstücher und Max-Modus, er ist einfach zu befüllen und hat einen hocheffizienten Luftfilter. Die einzigen Nachteile hierbei, nun er quietscht manchmal etwas, aber ich denke mal, damit könnt ihr problemlos leben. Gucken wir uns mal die Produktdetails an, wir haben hier ein Nettogewicht von 4,3 Kilogramm, eine kompakte Bauform, eine Ladezeit von 4 Stunden, eine Laufzeit von 110 Minuten, er kehrt auch automatisch zur Ladestation zurück, hat eine Hinderniserkennung, Naschwischmodus, einen Trockenwischmodus und natürlich kann er hier Sprachmeldungen Echtzeit ausgeben, was manchmal auch sehr praktisch ist. Gucken wir uns diesen jetzt hier mal auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an. Kommen wir auch hier nochmal zu dem Preis und der sieht wirklich sehr gut aus. 299 Euro ist wirklich ein Spitzenpreis, wenn man sich mal den im Verhältnis zu den anderen Modellen anschaut. Er bietet hier dennoch einiges und hat auch hier jede Menge Technik drin und überzeugt natürlich auch durch ein sehr gutes Reinigungsergebnis. Hier sehen wir also nochmal die einzelnen Produktmerkmale und wie man die App bedienen kann. Auch hier können wir virtuelle Grenzen innerhalb der App anlegen, wodurch natürlich noch eine effizientere
ja, Reinigung hier mehr oder weniger gegeben ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch hier nochmal zum Schluss die Bewertungen an. Und auch die fallen wirklich sehr gut aus. Das ist ein Top, ja, Staubsauger-Roboter mehr oder weniger. Sämtliche Meinungen sind hier wirklich sehr positiv. Und daher ist eines hier jetzt sicher. Wir haben unseren Vergleichssieger gefunden. Es ist hier eindeutig der Ecovacs D-Bot Osmo 900. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier also einen sehr guten Preis. Wir haben hier einen Saug- und Wischroboter, einen Max-Modus, hat WLAN mit dabei, kann per App gesteuert werden, auch via Google Home und selbstverständlich via Alexa. So, das war's jetzt nun hier zu den Roboter-Staubsaugern von Ecovacs. Alle Informationen und Links, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt die Links an. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an, www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akkustaubsauger, wir haben hier Roboterstaubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!